Fabian, dann würde ich sagen, kümmern wir uns heute mal einfach um die Grundtechniken, weil viele angefragt haben, wie ist denn das eigentlich mit diesem Fangen und wie gehe ich da wirklich zum Ball? Wir wollen das heute mal so ein bisschen rausstellen, was so die wichtigsten Grundtechniken eigentlich sind, wie es sich so mit dem Fangen verhält. Der eine fängt so, der andere irgendwie. Das wollen wir einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln heute bringen. Für euch zu Hause bedeutet das eigentlich relativ wenig Aufwand. Ihr könnt das sogar nachher ohne einen Trainingspartner machen. Mit Trainingspartner macht es natürlich mehr Spaß und ist lustiger. Ihr könnt es aber auch alleine machen. Ich zeige euch dann auch gleich wie. Fangen wir mal an. Und zwar, ich habe jetzt einfach mal zwei Hütchen mit dazu genommen, weil es halt einfach immer, finde ich, so ein bisschen die Linie simuliert, um die es ja nachher auch gehen soll. Das heißt, wir legen hier einfach mal zwei Hütchen hin und wir starten heute mal mit der ersten Grundtechnik und das ist das ganz normale Fangen. Mhm. Ja? So, ich zeige auch immer mal gleich wieder ein paar Fehlerbilder und zeige dann in der Kamera so ein bisschen, worauf es auch beim Fangen mit den Händen, mit den Fingern, mit den Handflächen, mit den Ellenbogen und so weiter vorkommt. Das heißt, wir werfen uns jetzt mal den Ball einfach hin und her und ich versuche mal den Ball immer irgendwie anders zu fangen. Mhm. Ja? Und dann arbeiten wir mal raus, welches eigentlich das optimale Fangen davon ist. Okay? Sehr gut, ja. Das heißt, wir werfen jetzt einfach mal den Ball hin und her und ich fange mal einfach irgendwie. Also, man sieht, es gibt einfach ganz, ganz viele Art und Weisen, wie man den Ball fangen kann. Ja? Viele waren jetzt dabei, die ganz okay sind, die aber jetzt eher Torwart-untypisch sind. Manche sind dabei, die sind sogar richtig daneben. Ja? Solche Geschichten wie hier oben auf der Halsseite direkt am Körper zu fangen oder wie so ein Krokodilmaul zu fangen, das sind natürlich Dinge, die nicht optimal sind, weil wir den Ball nicht optimal sichern. Ja? Das Wichtige ist eigentlich, woran wir als Torwart eigentlich denken wollen, wir wollen den Ball immer in drei Ebenen sichern. Ja? Vier gehen leider nicht, aber drei gehen auf jeden Fall. Das heißt, beim Fangen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Ball, klar, der kommt von vorne, aber nicht von vorne jetzt sichern wollen, sondern einmal von der Seite, zweimal von der Seite und dreimal eben von hinten. Das sind unsere drei Sicherungsebenen. Und um das zu erreichen, wollen wir versuchen, unsere Hände schon mal seitlich zu bringen. Jetzt haben wir bloß das Problem, dass das sonst immer durchrutscht. Und damit wir das schon mal verhindern, wollen wir schon mal so ein bisschen zwischensichern, indem wir mal die Daumen einfach mal quer hinter den Ball legen. Ja? Versuchen wir das einfach mal so ein bisschen. Das heißt, mir geht es jetzt nur darum, die Daumen nach hinten zu bringen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darüber gehen, dann sieht man es auch besser. Also mir geht es nur darum, die Daumen hinter den Ball zu bringen und wie ein W erstmal den Ball zu halten. Die Zeigefinger sind hier außen, die Daumen sind erstmal hier wie ein W. Das ist noch nicht das Ende. Bitte jetzt nicht zu Hause aufspringen und schreien, der Reinhard erzählt Schmarrn. Das ist noch nicht das Ende. Es ist mal nur so eine kleine Vorübung, dass wir unsere Daumen nach hinten bringen. Ja? Einmal noch, passt die Daumen zusammen, am besten schon vor dem Fangen die Daumen gegenseitig berühren lassen. So, jetzt habt ihr natürlich völlig recht, das ist doch gar nicht richtig. Hier gibt es doch immer sowas wie ein Torwartreik und auch das stimmt. Denn wir nehmen jetzt nicht nur die Daumen hinter den Ball, sondern auch die Zeigefinger. Ja? Das heißt, wir haben noch eine weitere Zwischensicherung plus es fühlt sich einfach besser an, den Ball so in der Handtasche, die man aufbaut, zu haben und zu halten, weil nämlich jetzt die Handflächen schön auf dem Ball aufliegen. Und wo kriegen wir den meisten Druck her auf den Ball? Von den Handflächen. Okay? Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Ganze so zusammen, unsere Daumen und unsere Zeigefinger und legen die mal in den Schoß. So, jetzt kommt jemand daher, der ist erwachsen, schmeiß mal her. Der fängt den Ball relativ sicher. Jetzt kommt jemand, der ist erst 6 Jahre alt, hat das zusammen und hat natürlich viel kleinere Hände und dann flutscht der Ball aus den Händen und aus den Fingern. Kleine Hände, kleine Torhüter, heißt, lasst das Dreieck so, wie es ist, nur zieht es ein kleines bisschen auseinander. Schmeiß noch mal kurz den Ball her. Denn es gilt dann auch so. Wichtig ist jetzt der Druck der Handflächen auf den Ball und dass wir unsere Daumen und unsere Zeigefinger auch sehen und sehen, was wir da eigentlich tun. Das Zusammenspiel der Augen und der Hände, der Finger, Hand-Auge-Koordination ist hier ganz, ganz wichtig. Es ist eine vermeintlich leichte Geschichte, aber eigentlich ist es gar nicht so einfach.
Vor allem, wenn dann der Roberto Carlos antritt und dir einen Freistoß mit 120 um die Ohren haut. Alles klar? Also, so soll es dann am Ende ausschauen. Wir starten hier im Schoß. So sind die Hände, so sind die Zeigefinger im Torwart 3 gemeinsam. Und so weiter. So, jetzt gehen wir noch aufs Letzte ein, auf unsere Arme. Manche halten die Arme so, ziemlich nah am Oberkörper. Was passiert, ist nämlich das da. Wir kriegen den Ball zu nah im Gesicht oder Halsnähe. Also Sachen, die wir schützen wollen von Natur aus und zucken deswegen zurück oder sind nicht wirklich mutig dann genug, um den Ball festzuhalten. Das heißt, was wir jetzt noch brauchen ist, wir müssen die Hände mal die Arme ausstrecken. Nicht ganz gestreckt, aber ich sage immer, wie ein guter Stoßdämpfer bei einem Auto oder einem Motorrad, ja, so dass die Ellbogen hier schön Spiel haben und die Ellbogen zeigen nicht nach unten, weil wir sonst die Hände nicht richtig bringen können an den Ball, sondern die Ellbogen zeigen immer leicht nach außen. So. Und dadurch habe ich A, nochmal mehr Druck von den Seiten und ich habe den Ball weit genug weg von meinem Gesicht. Jetzt werf mal die nächsten Bälle ein bisschen fester und es ist alles kein Problem, weil der Ball einfach in meine Handtasche reinfliegt und ich muss eigentlich gar nicht mehr tun, als nur noch die Arme in der Schulter nach oben zu heben. Die Tasche habe ich schon vorgefertigt und dann kann es losgehen. Alles klar? Zu Hause einfach mal ausprobieren. Am besten ihr verpackt es in der Übung, indem ihr euren Trainingspartner sagt, pass auf, werfen wir ein paar Bälle zu. Die Übung, die ihr drumherum bastelt, die kann ganz, ganz verschieden sein. Ja, wir können zum Beispiel sagen, Trainingspartner steht hier, wir stehen im Knien und kriegen 5 Bälle so, schön feste, immer aus dem Schoß geht's raus, hopp, 5 Bälle und wenn ich die 5 Bälle gehalten habe, dann stehe ich auf und mache hier vorne weiter. Ja, wir können auch nach den 5 Bällen, die wir hier haben, immer einen kleinen Sidestep einbauen. Deswegen habe ich die Hütchen auch mal hingelegt. Das heißt, wir können im Prinzip eine Achterschleife, eine Nullschleife laufen, indem wir immer wieder hier zur Mitte kommen, hopp, und dann auch so dieses Torwart-typische Laufen mit integrieren. Ist nicht die allerspannendste Übung, sage ich auch, aber es ist ein Grundstein, um aus dem Ding vielleicht wieder was ganz Neues rauszuspinnen. Ja? Man hat eine Null, danach muss man als 8 laufen, danach springt man das Ganze vielleicht der Kreativität, was man noch dazu bauen will, ob man sagt, ich baue noch ein paar Sprünge mit ein, das ist einfach komplett offen und da ist auch keine Grenze gesetzt. Wichtig ist nur, dass ihr versucht, so oft wie möglich eben den Ball zu fangen. Ihr könnt es natürlich auch, wenn der Fabian gerade heute keine Zeit hätte, alleine machen. Ja? Ihr braucht natürlich eine Wand, die den Ball zurückbringt, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Regal mit Vasen hängt oder vielleicht im Nachbarzimmer der alte Opa-Nachbar sitzt, der immer sauer ist, weil man so viel Radau macht während dem Torwarttraining. Vielleicht geht er in die Garage oder vielleicht geht er auch in den Keller bei euch und werft den Ball da einfach mal, was weiß ich, ein paar Mal an die Wand und könnt ihr eure eigene Übung draus spinnen. Das, was wir gerade gemacht haben, zum Beispiel auf den Knien, 1, 2, 3, aufstehen, 1, 2, 3, ganz einfach. Nehmt die Wand als Rückpraller, als Trainingspartner sozusagen und übt das. Genau. Und Technik Nummer 2. Und da geht es auch um den zentralen Ball, nämlich den flachen Ball. Okay? Wir nehmen jetzt nicht alle Grundtechniken heute her, sondern nur die, die am häufigsten eben auch vorkommen. Jetzt nehmen wir uns mal den flachen zentralen Ball raus. Ein unglaubliches Diskussionspotenzial, was es hier gibt. Ja? Früher zu Zeiten Sepp Maier, Walter Zenger und wie sie alle hießen, Jean-Marie Pfaff, da war das natürlich so, dass man gesagt hat, naja, wenn der Ball auf mich zurollt, dann mache ich hier auf jeden Fall erstmal alles zu, was ich machen kann. Ich setze ein Knie schön auf den Boden, den anderen Fuß so und bastel mit meinen Händen eine Schaufel. Das war auch zur damaligen Zeit eigentlich, naja, so, der Tenor, richtig durchdacht war es aber nicht. Das Witzige ist nur, dass wir ganz viele Trainer heute auch beobachten, die von der Thematik jetzt nicht allzu viel Ahnung haben, was auch gar nicht schlimm ist,
Aber dann sagen, ja, wenn der Ball dann kommt, dann setzt der Knie am Boden und dann kommt der Fuß da raus und dann nimmst du den Ball da auf zur Brust. So, viele, viele Punkte, die hier natürlich von Nachteil sind. Das muss man ganz klar sagen. Zum Ersten, wir haben durch dieses Kniesetzen, nehmen wir uns schon mal komplett die Flexibilität in der Hüfte, in den Knien, ja, und auch die Flexibilität, einfach schnell auf eine andere Seite zu kommen. Jeder hat seine Lieblingsseite. Wenn euch mal aufgefallen ist, alle Leute, die das so trainieren, haben eine Lieblingsseite, die sich einschleift. Ja? Das heißt, ganz viele gehen immer mit dem rechten Knie nach unten, obwohl der Ball vielleicht tendenziell, spiel mal ganz leicht auf meinen rechten Knöchel, tendenziell eigentlich nach rechts kommt. Und jetzt seht ihr schon, habe ich ein Gleichgewichtsproblem. Und wenn man 35 ist, auch irgendwann hier im Knie eine leichte Blockade drin, wo der Körper dann einfach sagt, nein, oder aber auch bei unseren jüngsten Torhütern, der Körper einfach sagt, Moment, das geht gar nicht. Ja, ich tue mir hier mehr weh. Was passiert, sind Ausgleichsbewegungen, sind irgendwelche komischen Bewegungen, die uns einfach nur von Nachteil sind. Das heißt, fixiere ich hier das Knie auf den Boden, habe ich einfach nur einen Nachteil, weil ich schon mal gar nicht auf die Seite komme. So, der zweite Nachteil, den wir haben, ist, jetzt haben wir hier alles gesichert. Ja, der Ball, der darf da nicht durch, deswegen machen wir den ganzen Zirkus überhaupt. Das zweite, was passiert ist, spielen wir mal kurz den Ball zu. Wir sind im Oberkörper tendenziell zu aufrecht. Das heißt, was passiert, ist gar kein Kommen lassen, sondern wir pflücken den Ball. Der Ball kommt, wir pflücken ihn und weil das Ganze schnell passieren muss, fangen wir an, den Ball so zu pflücken oder wir lassen ihn hier hochlaufen, der Ball springt wieder raus. Alles, was hier gerade bleibt, prallt an mir ab. Oder der Oberklassiker, ganz oft gesehen, ist dann das da. Unser Torwart, der Maurice, der steht im Tor und sagt, da ist der Maurice, halt den Ball. Und was passiert, ist nämlich das da. Der Maurice wird nervös und spielt den Ball und sagt, oh Gott, um Gottes Willen, das ist alles auch schon passiert. Deswegen wollen wir versuchen, von dieser Kniegeschichte wegzugehen und wollen den Ball in eine andere Position halten. So, ich sage meinen kleinen Keepern immer, sie sollen das Ganze erstmal in einer großen Grätsche üben. So, eine Grätsche ist jetzt noch nicht besonders flexibel. Ja? Sie ist aber der Anfang dieser Grundtechnik. Stellt eure Torhüter oder übt das zu Hause mit eurem Trainingspartner so, indem ihr euch erstmal in eine Grätsche stellt. Ja? Das ist jetzt egal, ob das Gewicht am Vorderfuß ist oder hinten auf der Ferse. Da soll es vielleicht nicht sein, weil sonst fliegen wir hinten um. Ganzer Fuß, einfach wie beim Dehnen in eine Grätsche und jetzt mal die Hände wie eine Baggerschaufel zusammennehmen. Die kleinen Finger gehen zusammen, die berühren sich und die Unterarme bleiben so möglichst nahe, wie es geht. Ja? Schlecht ist immer, wenn man alle Finger zusammennimmt, denn dann sieht man schon, was die Arme für eine Bewegung machen, nämlich so ein großes Tor und dann geht der Ball einfach, spiel mal her, einfach unten durch und das ist klar, dass das natürlich Schrott ist. Ja? So, also nehmen wir unsere Hände als Schaufel und die sichern jetzt den Ball. So, spielen wir mal den Ball zu. Kleine Finger einfach in die Hände spielen lassen, aufhalten, zurückrollen. Und auch wirklich hier in einer Schiebebewegung zurückrollen. Versucht mal den Popo hinten rauszustrecken, den Rücken ganz gerade zu lassen, damit der Kopf auch schön gerade zeigen kann. Und jetzt merkt ihr schon, es wird langsam ungemütlich in dieser Grätsche. Also fange ich an, ein bisschen zu entlasten. Und jetzt seht ihr schon, ich gehe mal in das Knie, ich gehe mal darüber, ich gehe mal darüber. So, und diese Bewegung, das ist jetzt schon mal so das Erste, das wollen wir nachher dann mal mitnehmen. So, jetzt haben wir genug zurückgeschoben, aber wir wollen ja nicht schieben, sondern wir wollen ja den Ball auch fangen und sichern. Also probieren wir jetzt den Ball mal in eine, in diese, also eine Schaufel zu bauen und die Handflächen dazu mal näher zum Boden zu bringen. Und was entsteht, ist nämlich jetzt wirklich eine coole und eine Schaufel, wo der Ball fast von alleine nach oben rollt. Der rollt aber nicht weiter. Jetzt spätestens müssen wir den Ball ranziehen, um ihn zu sichern. Und das probieren wir jetzt mal. Erstmal wieder nur in der Grätsche. Hopp. Und Nummer 2. Und wer genau hinsieht, sieht, hier ist eigentlich schon genug Sicherung vorhanden. Natürlich sind meine Füße offen. Darum kümmern wir uns auch gleich. Aber wenn der Ball jetzt nicht besonders schnell kommt, ist das schon ausreichend. Auch hier kann ich wieder spielen, in den Knien, in der Hüfte das Gewicht verlagern und so weiter. So, jetzt wird zu Hause natürlich geschrien, was? Und ja, wenn der Ball aber durch die Arme durchflitscht, weil es ringt und seifig ist, was machen wir nachher? Dann machen wir einfach Folgendes.
Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass wir in der Grätsche sind. Wer das ausprobiert, merkt, boah, es ist ganz schön weit nach unten. Und die Arme sind vielleicht manchmal viel kürzer als die Beine und ich komme nicht wirklich dahin. So, also jetzt haben wir schon angefangen, wir verlagern mal das Gewicht. Und bei jeder Gewichtsverlagerung merke ich schon, ich komme einfach mit dem gesamten Schwerpunkt schon weiter nach unten. Ja, so. Das wollen wir jetzt ausnutzen. Und wir bleiben, wenn wir das Gewicht verlagern, nicht in einer dehnenden Position, so wie der Turnpapa Jan uns das erklärt hat, sondern wir knicken hier mal ein bisschen ein. Ja? So, also spielen wir mal den Ball rüber, hochnehmen und wir nehmen das andere Bein. Einknicken, nur lang. Hopp. 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 Und hopp. Fabian, was fällt auf? Wo halte ich den Ball? Halte ich ihn hinter den Füßen, an den Füßen oder davor? Vor den Füßen, weil ich ja hier schon verlagere und dadurch auch den Schwerpunkt ein bisschen nach vorne lege. Genau. Das heißt, ich komme schon dem Ball ein bisschen entgegen, was natürlich auch besser ist, als wenn ich den Ball auf den Ball warte, bis er erstmal an den Füßen ist. Das heißt, ja, wir können Ball geben und... Die Grundsicherung ist wie vorhin auch vor dem Oberkörper. Ja? Wer sein Haus von vorn weg verteidigt, der geht sicher, dass kein Einbrecher reinkommt. Das heißt, auch hier halten wir den Ball immer schön weit vorne, soweit es eben geht und in einer leichten knickenden Bewegung. So, jetzt ist das hier natürlich alles ziemlich statisch, völlig klar. Am Ende soll es so aussehen, dass wir das Ganze in einer flüssigen Bewegung machen. Ja? Das heißt, wir starten mal so aus dem Stehen. Auf der Zehenspitze der Ball kommt und jedes Mal, wenn der Ball kommt, geht ihr in eine kleine Grätsche und knickt hier schon einmal rüber. Wechselt bei jedem Mal die Seite. Also einmal knicken wir hier ein und einmal knicken wir hier ein. Und wer jetzt genau zusieht, der merkt schon, dass das hier gar nicht so weit weg ist von dem. Okay? Das Gute ist nur, ich springe rüber, will nach da und jetzt spiel mal nach da. Ich könnte sofort umswitchen auf das andere Bein, was hier bei einem fixierten Knie einfach nicht mehr möglich ist. Ja, da ist eine Sperre im Knie, Fußgelenk, Zehen, alles spricht dagegen. Aber in einer Position, in der das Knie nicht am Boden ist, komme ich einfach nochmal schnell rüber. Das kann ein abgefälschter Ball sein oder ein Maulwurf, der gerade rausschaut und den Ball ablenkt. Wie auch immer, das weiß man nicht. Ja, aber es kann theoretisch eben passieren und da wollen wir eben gewappnet sein. So. Übt das Ganze, indem ihr, wie gesagt, immer jede Seite nimmt. Und jetzt fehlt natürlich noch eins. Je fester dieser Schuss ist, desto mehr muss ich mich natürlich reinhauen, muss natürlich noch mehr sichern. Und wie wir es natürlich schon kennen, vorm Manu Neuer und vorm Testigen und vorm wem auch immer, am Ende des Tages, wenn wir den Ball gesichert haben, legen wir uns ganz, ganz leicht vorne auf die Ellenbogen ab. Und dann schaut das Ganze so aus. Also, da kommt der Ball, ranziehen. Und die Arme so weit wie es geht vom Oberkörper weg auf die Ellenbogen legen und sich dann am Schluss mit der Brust auf den Ball drauflegen. Das sichert am Ende diesen flachen Ball. Einmal schön zerlegt, ja, macht dann aber Sinn, wenn man sich es anschaut und drüber nachdenkt. Packt diese Übung wieder ein in ganz viele verschiedene. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass der Fabian, ihr kennt es vielleicht schon auch aus den anderen Übungen, wer fleißig zuguckt bei uns immer, spielen wir mal den Ball zu. Wir können das Ganze auch mit einer fußballerischen Übung jetzt mal ganz einfach verbinden. Spielen, 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 spielen und irgendwann gibt der Fabian das Kommando. Jetzt. Und ihr geht nach unten. Ja, könnte eine Möglichkeit sein. Ihr könnt das Ganze auch mit mehr Tricks verbinden. Ja, wenn euch das zu langweilig ist, spielen wir her. So, also lenken zum Beispiel, Sohle spielen und los geht's. Auch das ist möglich, haben wir auch alles schon in den letzten Torwarttrainingseinheiten gemacht. Übt, wie ihr das wollt, mit Sprüngen, mit Koordination, vielleicht auch ganz alleine. Wenn der Trainingspartner nicht dabei ist, übt euch den Ball an die Wand und geht nach unten auf den Ball. Da ist wirklich auch wieder keine Grenze dabei. Alles klar? Genau. Viel Spaß beim Üben hier schon mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter in die nächste Grundtechnik. Und das sind die seitlichen Bälle, ja, weil sie einfach am häufigsten mit vorkommen. Ja. Seitliche Bälle sind immer die, die raus aus dem Zentrum gehen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei große Thematiken. Das einmal sind die zentralen Bälle, die haben wir jetzt gerade gemacht.
und einmal sind es die Bälle auf die Seite. Natürlich gibt es da unterschiedliche Bälle. Es gibt die ganz hohen, die ich nur mit einer übergreifenden Hand überschreite, und eine, die wir eine Länge, die wir nur mit der langen Hand bekommen. Aufgesetzte Bälle. Aufgesetzte Bälle und so weiter. Wir wollen uns jetzt dann gleich anschauen, wie es. Nein, wir wollen uns nächste Woche anschauen, wie das dann bei den flachen Bällen aussieht. Alles klar? Macht's gut, übt fleißig und wir sehen uns nächste Woche zur Grundtechnik Nummer 2.